Gehst jetzt mit? Oma, mir pressiert, sie muss mich im Reisebüro vorstellen. Und wenn sie mir nicht pressiert, dann darf ich auch nicht hingehen. Weil mich das sowieso bloß aufregend hat. Und wenn ich du war, darf ich auch nicht hingehen, weil sie du auch bloß aufregst. Ich reg mich nicht auf. Dann regst du halt nicht auf. Ich reg mich auch nicht auf. Dann kannst du genauso gut da bleiben, weil nicht aufregen kannst du daheim. Das ist doch ganz wurscht, das ist doch Seisach. Du hast mir das Geschäft verpachtet und wenn das Haus jetzt eingerissen wird, dann kannst du nicht dafür krank sein. Vertrag ist Vertrag. Wir haben ja gar keinen Vertrag. Wir haben es ja damals nur so abgemacht. Das ist doch ganz wurscht, dann ist es eine mündliche Vereinbarung, das zeigt genauso. 3,5 Jahre hat er Zeug, also muss er weiter zahlen. Aber da mache ich schon was. Da rede ich mit dem Dr. Böhm, das ist ein Rechtsanwalt, der gibt jeden Mittwoch zur Suche in Wirtschaft über. Da mache ich was, weil so geht es ja nicht. Da macht man nichts. Ja, warum denn nicht? Weil ich kein Geld nicht nehme von einem Mann, der selber kein Geld hat. Verstehst du das nicht? Doch. Oma, reg dich nicht auf. Ihr regt mich nicht auf! Ja, logisch habe ich mittlere Reife. Aber ich sage Ihnen doch, dass man das nicht so rechnen kann, weil eigentlich habe ich ja viel mehr als eine mittlere Reife. Verstehen Sie? Also haben Sie ein Abitur? Nicht direkt. Verstehen Sie? Was nicht direkt? Haben Sie jetzt eine mittlere Reife oder haben Sie jetzt ein Abitur? Schauen Sie, sagen Sie doch, dass man das nicht so rechnen kann, weil was ist eine mittlere Reife? Eine mittlere Reife ist gar nichts. Verstehen Sie? Eine mittlere Reife ist in jedem Fall 6 Klassen Oberschule. Haben Sie das? Das habe ich leid, weil genauer gesagt habe ich 7,5 Klassen. Aber da kommen wir ja schon wieder vom Thema ab. Was ich sagen wollte, ist, dass die Begriffe alle ganz falsch sind. Weil Reife, das ist ja nichts, was man in Zahlen ausdrücken kann. Jedenfalls nicht bei einem Menschen. Bei einem Käse vielleicht. Da ist das was anderes, aber doch nicht bei einem Menschen. Verstehen Sie? Schauen Sie, eine mittlere Reife waren ungefähr 50%. Das waren mit meinen 7,5 Klassen, waren es ungefähr 75-80%. Das ist ja ein Blödsinn. Weil dann hätte ich ungefähr eine 3/4 Reife. Das ist ja ein Blödsinn, das denken Sie ja selber. Mhm. Welche Fremdsprachen können Sie denn? Fremdsprachen? Ja, kennen Sie Englisch, Französisch oder? Englisch. Englisch ist sogar Fremdsprache in dem Sinne. Das spricht heutzutage schon jeder. Fremdsprachen sind für mich, sagen wir mal, Chinesisch oder Indisch. Oder so bestimmte indische Dialekte, die vom indogermanischen Sprachstamm wieder so stark abweichen, dass schon wieder Eigensprache für sich sind. Das sind für mich Fremdsprachen. Und wenn Sie mir so fragen, dann muss ich Ihnen ehrlich sagen, Chinesisch kann ich nicht. Das sage ich Ihnen klar, da möchte ich nicht legen, aber das geniere ich mir ja gar nicht, weil es können viele nicht, gell? Und außerdem, schauen Sie ja ehrlicher, diese Sprachen werden ja gar nicht so häufig gebraucht, wie das immer wieder behauptet wird. Und dann möchte ich eines nicht wissen, ob einer von Ihren Reiseleitern, gell, das möchte ich nicht wissen, ob einer von Ihren Reiseleitern alle diese Sprachen spricht. Das möchte ich nicht wissen. Also jetzt passen Sie mal auf, Herr Häusler. Ein Reiseleiter ist in Mombasa, ja? Und von dem? Die verkaufen Safaris oder Ausflüge oder irgend sowas. Kosten 300 Mark, bei 30 breit. Sind die 10%, sind es 900 Mark. Ist das schlecht mit einem Ausflug? Aber du bist ja noch kein Reiseleiter. Aber ich werd einer. Im Frühjahr geht's los. Jetzt mache ich noch Innendienst, Organisation und so. Dann Spanien, ein bisschen Europa und dann Übersee. Überall hin, verstehst? Ja, und ich? Wieso? Ja, was macht dann ich? Ja,
Wieso du? Ja, und ich sitze dann daheim und warte, bis du alle paar Monate mal daherkommst. Das mache ich für nicht, das sage ich dir vielleicht gleich. Ja, bis jetzt ist er noch nicht im Übersee. Und dann nimmt der Herr Reiseleiter halt seine Frau mit auf die Reise. Das machst du doch, Charlie, oder? Meine Frau. Was für eine Frau, wieso? Gestern hier, Susi! Susi! Wo geht's denn hin? Glaubst du das? Solche Probleme hat ein Seemann jeden Tag. Ist bloß gut, dass dir so gut geht. Mich freut's einfach, dass du jetzt einen Job hast, der dich interessiert. Kressel ist auch wert, ist wieder. Ja. Ist so wieder. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Was singen wir das anders? Was? Was anders? Well, my baby drove up in a brand new Cadillac. My baby drove up in a brand new Cadillac. Gib mir home. Liegt der Zahn in meinem Bett? Ja, ja. Was? Kommt der Susi, ihr Verlobter, nach Hause, da liegt ein Zahn im Bett von der Susi, ihrem Verlobten. So ein Zufall. Die braucht ein Zimmer. Da muss sich wer kümmern. Ich kann mich da nicht um alles kümmern. Ich muss mich erst einmal um meinen Job kümmern, das ist wichtig. Du, vielleicht... Ja. Was noch? Ich weiß kein Zimmer. Ich weiß auch kein Zimmer. Wir wissen eben beide kein Zimmer. Aha. Was ist denn jetzt? Jetzt ist er hier. Was ist? Hier ist er wieder. Ich bin nicht spät. So. Nochmal von vorne, gell? Abreise Hannover, Zielort London. England? Naja, London gibt's mehrere. In Amerika gibt's ein London, in Kanada gibt's eins. So ist es nicht, gell? Also, ja. London, England. Moment. London. Sommerflugplan. Sie haben den Sommerflugplan. Aha, Moment, ihr habt den Sommerflugplan. Moment. Hab schon. Also, erste Maschine in dem Sinn gibt's ja gar nicht, gell? Also, die erste Maschine von Hannover nach London ist erst 10.40 Uhr. Da fliegen Sie dann gleich besser über Frankfurt. Moment. Hannover ab 7.15 Uhr, Frankfurt an 8.00 Uhr. Frankfurt ab 11.10 Uhr. Aha, da haben Sie 3 Stunden Aufenthalt, das ist sehr schön. Also. Da sind Sie in London in, Moment, London, um 12 Uhr Mittag sind Sie in London, gell? Moment bitte. Moment. Hören Sie, 7.20 Uhr ab Hannover, 8.45 Uhr in London. Ja. Ja, wollen Sie gleich fest buchen, ja? Mhm. Ja. Ja, Herr von Stein. Ja. Von Stein, wie man spricht, ja? Ja. Fest buchen, ja. Können Sie sich darauf verlassen, ja. Mach doch das Fenster zu, ich bitte dich, wir kriegen ja alle noch Grippe. Solange hier drin geraucht wird, bleibt das Fenster offen. Ja, Herr von Stein, ja, von Stein, wie man spricht, ja. Bitte. Hilde, schau, wir kriegen ja alle noch Grippe, dann sind wir alle krank. Solange hier geraucht wird, bleibt das Fenster offen. Mm-hmm.